Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flife Universe Video. Heute reden wir darüber, wie man effizient seine Zeit in dem Spiel einsetzen sollte und wie man weit vorankommt, ohne außerordentlich viel spielen zu müssen. Ja, ich habe jetzt ja schon zwei Videos so ähnlich gemacht, aber jetzt noch ein drittes, um noch einen oben drauf zu setzen und das Thema abschließend sozusagen zu besprechen. Und zwar werde ich oft gefragt, wie ich es schaffe, halt immer ja, weiter voranzukommen oder halt die Motivation zu finden, immer weiter zu grinden. Und grundsätzlich fragen mich die Leute im Endeffekt, wie schaffe ich es, meine Zeit in dem Game nicht zu wasten, würde ich es jetzt mal so interpretieren, weil es ist halt einfach so, und das habe ich ja halt schon oft gesagt, wenn ich spiele, dann will ich eigentlich wirklich auch Fortschritte erzielen, ja, also ich komme nicht online, um dann halt, keine Ahnung, ich meine, das mache ich ja im Endeffekt durch den Twitch-Chat, deswegen ist es vielleicht auch ein bisschen anders als bei anderen Spielern, muss man fairerweise dazu sagen, aber ich komme halt nicht online, um halt, keine Ahnung, mit Leuten zu chatten, das, wie gesagt, ist halt bei mir dann meistens durch den Twitch-Chat, also da habe ich das halt quasi nebenbei, sonst wäre es wahrscheinlich auch ein bisschen anders. Aber ich komme halt wirklich online in Flife, um dann halt auch wirklich zu spielen. Das heißt, zu leveln, unter Umständen auch Bosse zu töten, momentan eher weniger, aber grundsätzlich theoretisch schon. Zu farmen, zu leveln, zu grinden, zu questen, zu Event-N, was auch immer halt gerade ansteht, wie gesagt. Und probiere dann halt auch wirklich möglichst in der Zeit auch nicht wirklich viel anderes zu machen, was einen nicht wirklich weiterbringt im Endeffekt. Dazu würde ich persönlich zählen, eben, was ich gerade gesagt habe, chatten, also vielleicht sozusagen als Club Penguin zu benutzen sozusagen, also online zu gehen und dann eigentlich im Endeffekt einfach nur rumzuhocken und zu chatten. Was ja kein Problem ist, wenn das jemand macht, sage ich mal. Aber wenn halt jemand sagt, okay, er ist irgendwie unzufrieden mit dem Fortschritt, den er erreicht, dann muss er vielleicht mal reflektieren, was er so im Spiel macht, um dann halt sagen zu können, okay, wo sind so die Baustellen, was sind so die Sachen, die ich mache, die ich vielleicht vermeiden könnte, beziehungsweise in der Zeit halt einfach was Sinnvolleres machen könnte, wie zum Beispiel einfach weiter grinden, weiter farmen, leveln, Level Service, was auch immer. Gibt ja genügend Beispiele dafür, wie man effektiv in dem Spiel Geld verdienen kann, damit eben seine Zeit nicht vergeudet. Und genau, das muss man halt für sich entscheiden. Und wie gesagt, chatten ist halt sowas, also ich meine, ja, es gehört dazu. Ich meine, ich sage auch nicht, dass ich mich zu 100% niemals dazu hinreißen lasse, mal was zu machen, was im Endeffekt gerade nicht so zielführend ist. Ich meine, letzte Woche zum Beispiel habe ich jetzt insgesamt 3 Stunden mit meinem Knight gefarmt, wieder, obwohl ich ja schon gesagt habe, dass es eigentlich Zeitverschwendung ist. Gut, einerseits für den Battle Pass muss man fairerweise dazu sagen. Ich meine, da springen dann am Ende noch ein paar Protects mit raus. Also wenn man die dann wieder reinrechnet, dann ist es nicht ganz so schlimm, die Zeit, die man da wastet. Und ich meine, man hat zumindest eine Chance darauf, bei den Giants was zu droppen, was wert sein könnte. Aber ja, ich habe mich wieder dazu hinreißen lassen, jetzt mit dem Knight ein bisschen Giants zu hunten und so. Aber ich sag mal so, es fällt zumindest in die Kategorie nicht besonders effektiv vielleicht, weil es halt einfach komplett von RNG abhängig ist. Aber es ist jetzt halt nicht das gleiche, wenn ich jetzt in SM hocken würde, mich auf eine Bank hocken würde und einfach den ganzen Tag nur chatten würde. Oder den ganzen Abend im Endeffekt. Oder wenn ich in die PK-Arena gehen würde, ist auch ein sehr beliebtes Beispiel. Und mich da dann, keine Ahnung, eine halbe Stunde lang mit Leuten fetze und da eventuell sogar noch Geld ausgebe. Unter Umständen für Power-Ups oder für irgendwelche Sachen oder zumindest für Food oder so oder für Pillen. Wo ich dann im Endeffekt sogar noch Geld verliere. Also nicht nur, dass ich kein Geld in der Zeit einnehme und auch sonst keine wirklich relevanten Fortschritte erreiche, außer man schafft es irgendwie Rang 1 zu werden in der PK-Arena und dann den Cloak zu bekommen, aber gut, das ist schon sehr unwahrscheinlich, dass man das schafft. Gibt es ja eine Menge Konkurrenz. Und ja, von dem her ist im Endeffekt mein größter Rat, um es mal auf den Punkt zu bringen, reflektiert, was ihr in dem Game macht. Also solltet ihr unzufrieden sein mit den Fortschritten, die ihr macht, oder solltet ihr euch fragen, was kann man besser machen, was kann man anders machen? Dann einfach reflektieren, die komplett unnötigen Sachen in Anführungszeichen. Ich meine, man kann es ja trotzdem nebenbei machen. Man kann ja trotzdem nebenbei chatten und so. Aber es gibt halt wirklich Leute. Und ja, ich meine, wenn man damit zufrieden ist, dann sage ich ja nichts. Aber ich meine, wenn man eben nicht zufrieden mit dem Fortschritt ist, den man macht, und ihr seid in der Kategorie
eigentlich nur am Chatten und vielleicht nebenbei Shops durchgucken, aber man weiß gar nicht, wonach man sucht und oder labert im TS. Ich meine, Chatten ist heutzutage eh relativ. Also heutzutage ist wahrscheinlich eher Teamspeak oder Discord, dass man da mit irgendjemandem redet. Aber also im Endeffekt das Gleiche. Also viele Leute machen halt währenddessen dann nichts und fokussieren sich dann mehr auf das Unterhalten sozusagen, also auf tatsächlich das Spielen. Und dann kommt es halt meistens dabei raus, dass man dann eine Stunde lang, keine Ahnung, irgendwas macht, was auch immer, aber nicht wirklich effektiv was erreicht hat in der Zeit. Und wenn euch halt sowas bei euch auffällt, müsst ihr, wie gesagt, euer eigenes Spielverhalten sozusagen reflektieren und halt gucken, wo kann man da vielleicht ein bisschen was, ja, wegcutten sozusagen und in der Zeit lieber noch ein paar Giants töten oder vielleicht sogar noch besser einfach leveln, Level Service oder halt Bosse. Vielleicht sogar einen neuen Charakter, wenn man schon sozusagen mit einem Charakter ein bisschen am Ende angekommen ist, wo man sich so denkt, was mache ich jetzt? Naja, im Endeffekt, dann kann man einen neuen Charakter erstellen, einen neuen Farm-Charakter, einen Elementor zum Beispiel, wie gesagt, für Level Service oder einfach nur für, ja, fürs Farmen generell. Im Low Level farmt sich ja doch ein bisschen gechillter und ein bisschen leichter als im High Level. Und da ist auch teilweise zumindest ein bisschen weniger los, je nachdem, wo man gerade ist. Also gibt auf jeden Fall viele Sachen, die man machen kann. Ich will jetzt hier keine gesamte Auflistung geben über all das, was man machen kann. Ich habe schon ein Video über Spenya verdienen. Das würde so in die Kategorie fallen, wenn man sich fragt, was könnte ich denn stattdessen machen? Dann würde ich das Video empfehlen, wenn man jemand gar keine Ahnung hätte. Aber wie gesagt, also das sind halt so die Sachen, die ich halt probiere nicht zu machen. Also sowas wie PK-Arena, wie gesagt, das ist ja. Also mir persönlich macht es halt auch einfach keinen Spaß. Wenn man Spaß machen würde, wäre es nochmal ein bisschen was anderes. Ja? Wie gesagt, wenn jemand total PK-Arena liebt und generell PvP und sonst was, dann sage ich nichts, dann macht das. Ja, aber wenn man sich halt fragt, irgendwie diese Woche 30 Stunden gespielt und gefühlt nichts erreicht, das ist halt dann so ein Punkt, wo ich sage, na gut, dann hast du wahrscheinlich auch irgendwie in der Zeit nicht so wirklich sinnvolle Sachen gemacht. Noch so eine Sache ist, was ich jetzt auch schon nebenbei angesprochen habe, sind Shops durchgucken. Das ist tatsächlich auch etwas, was ich jetzt diese letzte Zeit relativ viel gemacht habe. Aber ich bin halt auch auf der Suche aktiv nach ein paar Sachen, wo ich probiere halt auch ein bisschen günstigere Preise, wenn möglich, zu erzielen, weil es eh schon dumme Käufe sind, deswegen will ich zumindest günstig einkaufen, dass die Dummheit der Käufe sich zumindest ein bisschen relativiert sozusagen. Ja, also ich bin gerade auf der Suche nach CS-Pads und Fluggeräten für alle meine Chars sozusagen. Bin eh fast fertig, also mir fehlen nur noch zwei Fluggeräte und vier CS-Pads, dann bin ich eh voll ausgerüstet mit allen Charaktern, die ich habe. Aber trotzdem, das sind jetzt nicht gerade sehr kluge Kaufentscheidungen und deswegen probiere ich es halt preislich so zu gestalten, dass man halt sagen kann, okay, könnte man rein theoretisch vielleicht sogar durch Resale Gewinn machen in der Zukunft irgendwann. Oder wenn jemand das CS-Pad oder was auch immer ich habe, haben will, tauscht er mir vielleicht seins, was ja im Endeffekt den gleichen Wert hat, wenn es ein normales Item ist. Da war gerade ein Red Drop, Aces Helmet. Und gibt mir vielleicht noch ein paar Mio drauf. Also ich gebe ihm mein CS-Pad, er gibt mir seins und er gibt mir aber zusätzlich noch 5 Mio, weil er will meins haben, so ungefähr. Also könnte man theoretisch sagen. Darauf habe ich es natürlich nicht abgesehen. Ich meine, ich will jetzt natürlich einerseits einfach nur meine CS-Pads haben und meine Fluggeräte. Aber ja, danach suche ich jetzt jeden Tag in den Shops. So Pi mal Daumen eine halbe Stunde. Und ja, das ist etwas, was ich normalerweise sagen würde, lohnt sich eigentlich nicht so sehr. Aber wie gesagt, wenn man nach etwas sucht, dann ist es anders. Aber es gibt auch viele Leute, die sind ja eher so Reseller-mäßig unterwegs oder gucken einfach so, was in den Shops so geht. Aber wenn man nicht wirklich was sucht, also wenn man jetzt wirklich ein bisschen planlos durch die Shops guckt und einfach nur mal guckt, was geht, da kann man sich halt auch fragen, lohnt sich das wirklich? Reicht es nicht vielleicht, wenn ich das einmal die Woche mache oder so? Sonntagabend oder Sonntagnachmittag sind sehr viele Shops zum Beispiel. Könnte man ja sagen, ja gut, ich mache es jetzt vielleicht einmal sonntags und vielleicht noch einmal mittwochs und die restlichen Tage, wenn ich es jeden Tag mache, probiere ich, dass ich es nicht mehr mache. Dann kann ich vielleicht insgesamt wöchentlich 2 oder 3 Stunden mehr grinden sozusagen und in der Zeit viel mehr Geld verdienen, welches sich wiederum dann mehr ausgeben kann. Ja, und ich meine, momentan die Wirtschaft ist so stabil, also es ist ja auch nicht so, dass man dann wirklich was verpasst. Natürlich kann man immer sagen, ja, wenn ich jetzt die Shops durchgucke, entgeht mir vielleicht das Schnäppchen des Jahrhunderts. Gut, aber in den meisten Fällen ist es ja meistens so, dass man eher Shops durchguckt und man findet eigentlich gar nichts so wirklich Krasses, was man resellt oder keine Ahnung. Von dem her ist es in den meisten Fällen wahrscheinlich schon eher so, dass man hofft und vielleicht was Bestimmtes sucht, aber allein schon dadurch, dass die Vendor zum Beispiel 3 Tage stehen, also mir geht es halt oft so auch. Deswegen mache ich es tatsächlich auch nicht. Also täglich stimmt tatsächlich nicht. Täglich mache ich es nicht. Aber mindestens 3-mal die Woche mittlerweile. Wo mir halt einfach auffällt, dass die Shops sich gar nicht geändert haben. Also so in Darkon, vor allem die speziellen Shops, die da wirklich, wenn du dich nach Darkon Blinkwings auf Channel 1, na, ich immer die gleichen Charakter, immer die gleichen Shops und gut.
Manchmal kann man vielleicht nicht so genau sagen, okay, hat er jetzt einfach seinen Shop wieder aufgemacht und vielleicht zwei neue Items dazugepackt? Oder steht der Shop da wirklich seit 7 Tagen ununterbrochen gefühlt? Also weiß man manchmal wirklich nicht so ganz genau. Aber dadurch, dass die Vendor ja wirklich 3 Tage halten, ist es halt oftmals so, dass manche Leute wirklich 3 Tage am Stück dastehen mit genau den gleichen Items. Vielleicht werden ein, zwei Items verkauft, das natürlich schon, also werden vielleicht weniger Items. Aber im Endeffekt klickt man dann 3 Tage in der Folge den gleichen Shop an und es ändert sich in dem Shop im Endeffekt nichts. Also es kommt zumindest nichts Neues dazu, weil derjenige seinen Shop erst neu macht, wenn der Vendor abgelaufen ist. Was ich persönlich auch so mache. Ich weiß nicht, wie viele Leute das machen, aber ich denke mal schon einige. Und wenn man allein diese doppelten Shops, die man sich wahrscheinlich, wenn man jeden Tag mindestens einmal Shops durchguckt, reinzieht, ich meine, außer man lässt seinen PC 24/7 laufen, dann werden die Shops wahrscheinlich ausgegraut. Aber ich denke mal, das machen die allerwenigsten, dass sie das, ja, dass sie ihren PC 3 Tage lang laufen lassen. Ja, dann hast du da wahrscheinlich kein Problem. Aber das machen wahrscheinlich die allerwenigsten. Und von dem her, ja, wäre das halt zum Beispiel so eine Sache, wo man halt auch wirklich sagen könnte, okay, es lohnt sich wirklich nicht, jeden Tag die Shops durchzugucken, weil da ändert sich einfach zu wenig durch die Vendors. Ich meine, Battle Pass Vendor ist nur 2 Tage, fairerweise. Aber trotzdem, alle 2 bis 3 Tage reicht ja vollkommen, wenn man die Shops durchguckt. Das ist so im Endeffekt zweimal die Woche, Pi mal Daumen. Die wirklich jeden Tag, wenn man jetzt nicht der Hardcore-Reseller vor dem Herrn ist oder absolut dringend ein bestimmtes Item sucht, was man unbedingt braucht, dann würde ich persönlich sagen, ist das eigentlich so, wo wahrscheinlich die allermeisten Leute tatsächlich ein bisschen Zeit einsparen könnten. Dann das andere, wie gesagt, die anderen beiden größeren Punkte, PK-Arena, wo sogar noch Kosten entstehen können, je nachdem, wie man in der PK-Arena unterwegs ist. Und zu guter Letzt halt, wie gesagt, Leute, die halt sehr viel chatten, woran ja absolut nichts Falsches. Aber dann hat sich nebenbei dazu hinreißen lassen, nichts Produktives zu tun. Und das sind so in meinen Augen Punkte, wo jeder wahrscheinlich ein bisschen was machen kann. Und das sind dann einfach Sachen, wo ich halt auf jeden Fall probiere, absolut zu minimieren. Also wenn ich online bin, probiere ich wirklich zu grinden. Und ja, das verstehen manche Leute manchmal auch nicht so ganz. Also die sagen dann halt, oh, warum machst du nicht was anderes, so ungefähr. Und ich meine, ja, jeder sieht es halt anders. Aber FLIVE ist halt einfach ein Spiel, wo man schon sehr viel Zeit einfach in den Progress reinstecken muss. Und hoffentlich kommen in der Zukunft mehr Alternativen, wo man auch ein bisschen mehr Abwechslung reinbringen kann, ohne dass man sich gleich so fühlt, als würde man seine Zeit wasten im Vergleich zum Grinden. Kann man nur hoffen. Ich sag mal so, die Chancen stehen bei Universe auf jeden Fall gut, dass da immer mehr Sachen kommen, wo verschiedene Geschmäcker bedient werden und eben auch immer, ja, der Spielfaktor halt nicht nur auf einzig und allein Spaß ist. Ich meine, in einem Fly Spiel wie Fly, wie gesagt, guckt man ja trotzdem immer, wie gesagt, wie kann man Fortschritt machen? Und ich denke mal, neue Features, neuer Content wird sich auf jeden Fall auch darum drehen, dass man da keine Sachen hinzufügt, wie die PK-Arena, wo man ja mehr oder weniger eigentlich ja, fast für nichts kämpft. Ich meine, klar, viele Leute sind wahrscheinlich wirklich scharf auf den Rang 1, auf die Cloak-Belohnung, aber ich verfolge das ehrlich gesagt nicht, aber ich denke mal, die meisten Leute haben keine realistische Chance, das wirklich zu erreichen. Und am Ende des Tages kommt es auf eine Handvoll Leute, fällt es auf eine Handvoll Leute zu, wer Rang 1 wird. Und ja, also im Endeffekt dann für die allermeisten Leute dann in der PK-Arena wirklich viel rumlungern, wahrscheinlich nicht so effizient die Zeit, die sie da investieren. Aber am Ende des Tages muss natürlich jeder selber wissen. Also ich sage jetzt niemandem, der, wie gesagt, Chatting, PK oder es einfach absolut liebt, jeden Tag Shops durchzugucken, wenn das seine Droge ist, die er jeden Tag sich reinballern muss, dann go ahead, mach's weiter. Macht's weiter. Jeder soll so spielen, wie er will. Aber ich meine nur für die Leute, die sich halt fragen, okay, wie kann man das vielleicht ein bisschen anders gestalten? Da muss man halt ein bisschen diszipliniert sein und das dann halt auch einfach wirklich so machen. Nein, ich gucke heute keine Shops durch. Nein, ich gehe heute nicht in die PK-Arena. Wenn wir heute chatten, dann will ich nebenbei auf jeden Fall irgendwas machen und nicht einfach nur dumm rumstehen. Und damit sage ich danke euch fürs Zuschauen. Würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und wir sehen uns im nächsten FLIVE Universe Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.